Wer in den letzten Tagen schon mal durch die Innenstadt gegangen ist, hat gesehen, dass der Aufbau für die Weihnachtsstadt und der große Weihnachtsbaum im vollen Gange ist. Heute haben die Organisatoren und die Stadt Dortmund gemeinsam das Konzept für die Weihnachtsstadt vorgestellt. Herr Oberbürgermeister Westphal, da gibt es eine neue Regelung. 2G. Diese Weihnachtsstadt findet unter 2G-Regeln statt. Das heißt geimpft oder genesen. Und das gilt für über 18-Jährige und dann natürlich, weil es ein offener Weihnachtsmarkt ist und Weihnachtsstadt ja eben ist und nicht abgegrenzt, wird das dann kontrolliert, dann wenn ich zu den Ständen gehe, wo ich mir einen Glühwein kaufe, eine Bratwurst kaufe. Man kann aber auch vorher schon zu einer Station gehen, sich das Bändchen holen, weil alle, die kontrolliert sind, haben ein Bändchen, damit wir es sehen. Und dann kann ich mich frei bewegen. Das ist dann der Vorteil, wenn ich das tue. Sonst werde ich am Stand auch mal kontrolliert. Und wer kontrolliert wird und keinen Impfnachweis hat, der bekommt ein Bußgeld. 250 Euro kostet das. Das würde man sich doch besser zweimal überlegen. Also der Aufruf an alle, bitte nur Geimpfte und Genesene kommen und sich das Bändchen früh abholen. Dann hat man eine schöne Situation und Zeit auf der Weihnachtsstadt. Jetzt ist es, wenn ich möglicherweise von der Arbeit zum Hauptbahnhof gehe oder einfach nur in die Innenstadt gehen möchte und zum Einkaufen, Weihnachtseinkäufe erledigen, gilt weiterhin 3G. Wo genau wird dann da jetzt der Unterschied gemacht? Ich meine, da, wo wir sehen, es geht darum, dass ich die Angebote der Weihnachtsstadt wahrnehme. Also ich gehe zum Glühweinstand, um einen Glühwein zu kaufen. Ich gehe zum Bratwurststand, um dort meine Bratwurst zu kaufen. Das ist dann die Situation Weihnachtsmarkt, Weihnachtsstadt. Das ist der Unterschied. Wer einfach nur zum Einkaufen geht, ist davon nicht betroffen. Und das Thema ist natürlich immer ganz viel Kontrollen. Wie genau laufen die dann ab? Die Schausteller haben dankensweise selber gesagt, wir wollen die Kontrolle auch herstellen. Es ist uns auch wichtig, dass wir uns und unsere Besucher sich da gut fühlen und das verantwortlich läuft. Die machen die Kontrollen und wir vom Ordnungsamt kooperieren und testen das nochmal, läuft das gut. Und so ist es gesichert, dass die Kontrolldichte ausreichend hoch ist. Vor einem Jahr haben wir beiden gemeinsam hier gestanden, ungefähr einem Jahr, und Sie haben den Weihnachtsmarkt abgesagt, den großen Baum auch abgesagt. Traditionell eröffnet der Oberbürgermeister am Montag nach Toten Sonntag den Baum und eröffnet dann sozusagen auch mit der großen Lichtershow. Das wird dieses Jahr leider auch anders. Das fällt aus, ganz genau. Es war übrigens der 4. November im letzten Jahr, weiß ich noch genau, als wir dann entschieden haben, diesen Baum nicht weiter aufzubauen. Jetzt wollen wir die Weihnachtsstadt durchführen. Aber ich werde jetzt nicht als Oberbürgermeister noch eine große Ansammlung auslösen. Deswegen machen wir das dieses Jahr so nicht. Und der Baum ist dann einfach an und die Menschen können sich an den Lichtern so freuen. Vielen Dank. Gerne. Bei mir ist jetzt Patrick Ahrens, Schausteller und Mitorganisator des Weihnachtsmarktes. Herr Ahrens, Sie haben gerade schon mit dem Oberbürgermeister gesprochen über die umfassenden Kontrollen und die neue 2G-Regelung, die beim Weihnachtsmarkt stattfinden wird. Wie haben Sie sich jetzt auf diese Kontrollen vorbereitet? Ja, wir hatten uns ja vorher schon vorbereitet auf die Kontrollen durch zusätzlichen privaten Sicherheitsdienst, auch nochmal durch eine Sensibilisierung unserer Standbetreiber. Wie wichtig ist es auch wirklich, die Leute nach ihren Nachweisen zu fragen. Das Ganze wird jetzt auf die 2G-Regelung springen. Wir selber sind ja für eine hohe Impfquote, da auch eine hohe Impfquote erstmal irgendwann es möglich wird, auch wieder normale Veranstaltungen durchzuführen. Und ich glaube, dass wir da gut vorbereitet sind. Dämpft diese neue Regelung jetzt so ein bisschen Ihre Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt oder sagen Sie eher, das haben wir jetzt gemeinsam erarbeitet und das gehört dieses Jahr dazu? Ja, wir haben ja schon im letzten Jahr mit Fandomie oder Fridolino mit Freizeitparks, Mobilen gezeigt, dass wir uns auf Regelungen vorbereiten können. Das zeichnet Schausteller ja auch aus. Und das ist dieses Jahr die Bedingung, die Märkte zu machen. Und deswegen, klar, die Vorfreude ist insgesamt getrübt, weil es ja keiner auch weiß, wie es weitergeht so richtig durch die hohen Inzidenzen. Aber für den Moment ist das, was wir akzeptieren und auch gerne mitmachen. Jetzt haben Sie heute auch noch erzählt, Sie haben sich viele neue Sachen auch ausgelegt für die Weihnachtsstadt. Zum Beispiel wird sie nochmal erweitert. Genau, wir haben zum einen die Reihen erweitert, dass mehr Platz ist für unsere Besucher. Aber wir beziehen auch die Kampfstraße mit ein, mit dem Katharinentor, mit einer ganz neuen Lichtinstallation, die sich auf die Industriekultur und die Geschichte der Stadt Dortmund bezieht. Also es wird verteilt vom Katharinentor bis zum Pylon Elemente geben, wo man zum Beispiel die Kronenkutsche wiederfindet. Ich bin ja alt genug, um die noch live gesehen zu haben. Fördertürme, Stahlkocher. Wir machen so ein bisschen, gehen wir auf den Ruhrpott-Flamingo ein, also die Tauben, das Rennpferd des kleinen Mannes. Und es gibt einen schönen Dortmund-Schriftzug als Fotomotiv. Also da gibt es einiges Interessantes zu entdecken. Und was ja auch, wer dann nicht nur zum Einkaufen da ist, kann auch den Westen Hellwig verlassen, wenn es mal vielleicht doch für einen Moment zu voll wird. Ist auf jeden Fall noch ein zusätzlicher Grund, uns hier zu besuchen. Neben dem größten Weihnachtsbaum der Welt, da haben wir nochmal zusätzliche Sachen und es gibt einige Überraschungen. Und ich kann die Leute nur animieren, nach Dortmund zu kommen, vor allen Dingen auch mal Zeiten auszunutzen, vielleicht zu denen man sonst nicht gekommen ist.
Das macht auf jeden Fall schon Lust auf die Weihnachtsstadt. Bleiben noch genau zwei Fragen. Einmal, der BVB ist Pokalsieger geworden. Werden wir den Pokal auch im Baum wiederfinden oder bleibt das noch eine Überraschung? Nein, der Pokal ist ja schon zu sehen. Wir werden ihn wiederfinden und das ist ja unsere Hommage. Ne? Der BVB gehört genau wie Industriekultur, Bier zu Dortmund und da können wir es uns ja nicht nehmen lassen, in diesem Jahr, wenn wir wieder was gewonnen haben, auch den Pokal in den Baum zu hängen. Zweites wichtiges Thema, die Glühweinpreise. Inflation hat man in jeder Ecke, die bleiben stabil? Ja, wir haben uns gedacht, die Glühweinpreise bleiben auf jeden Fall stabil. Wir haben als Schauschlau-Markkaufleute viel Solidarität erfahren in der Corona-Krise. Da haben wir uns gesagt, dieses Grundgetränk, auch der Kinderpunsch für die Kleinen, die bleiben stabil. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Vielen Dank.